Herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Rise of Tomb Raider. Das Reis vom Tomb Raider. Und wir sind hier immer noch im Gulag. Sowjetanlage. Und müssen gerade mal schauen, wo müssen wir eigentlich hin? Hier unten haben wir noch eine Nebenquest. Die machen wir jetzt noch. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladung, um Absperrbarrikaden zu zerstören. Oh, da holen wir am besten irgendwo eine Dose gleich. Das können wir nicht aufsammeln. Okay. So, da hinten haben wir noch Wölfe. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, nochmal zurückzugehen, zu speichern und die Klamotten zu wechseln, damit ich besseres Leder einsammeln kann. Oh, hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Dose. Das muss ich mir mal merken. Hier haben wir nochmal ein bisschen Holz. 3 Stück. Reicht für ein Lager. Ja, dazu müssen wir erstmal jetzt finden, was wir entfachen können. Oh, nochmal Holz. So, sehr pfühlen. Bei Waffen. Oh, hier gibt's was Neues. Updates verfügbar. Rückschussstabilität. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was gibt's hier? Achso, der Gewehrschalldämpfer. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mit dem Ding kann man sowieso immer nur einen Schuss machen. Ich glaube, das behalten wir gerade mal. Vor allem, weil es ja jetzt einen Schalldämpfer besitzt. Ist gar nicht mal so verkehrt. Können wir schön aus der Distanz angreifen. Achso, Klamotten wollte ich doch tauschen. Meine Güte. Das da, ja. So, es ist gespeichert, logischerweise. War ich da oben eigentlich schon? Oh, Holz. Auf jeden Fall hört sich das immer noch so an, als würde es hier irgendwo noch Gegner geben. Gegner oder wilde Tiere, eins von beiden. Oh, hier gibt's wieder einen Wolf. Jetzt ist hier zumindest mal die Musik zu Ende. Ja, wer sagt's denn? Gibt wieder satt Leder hier. Gab's denn nicht vorhin noch irgendwo Dosen? Da ist eine. Bin mir nämlich gerade unsicher. Ich glaube, hier erwartet mich jetzt noch mal was.
Klingt wie so eine kaputte Alarmanlage. Ich nehme mal mit. Ja, der hat mich schon gesehen. Na gut, okay. Huch. Hat die Beine breit. Der hat einen Ständer. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Habe ich einen Pfeil zu viel verschossen? Hält nicht still. Bitte was? Habt ihr das auch gehört? Das war eigentlich das, worauf ich gedacht hatte. Das kommt jetzt ein Schneeleopard. Aber der müsste hier eigentlich auf diesem Ast sitzen, aber ich sehe hier keinen. Ich sehe da nur ein totes Wild. Ist er vielleicht hier drin? Kann ich in dieses Grab denn überhaupt schon rein? Autsch! Hohohoho! Warum ist der in der Höhle? Junge, Junge, Junge. Tiger hat Hunger. Ah, scheiße. Normalerweise betäuben doch diese Giftpfeile auch. So ein Scheiß. Das war, ist natürlich doof, dass der in der Höhle drin ist. So, also Gegner dürften hier jetzt eigentlich keine mehr sein. Das habe ich ja schon gespeichert. Außer eventuell Wölfe.
118 Patronen. Wow. Wieso habe ich so viele Patronen? Ich meine, ist cool. Daraus kann ich noch nichts erstellen. Aber wobei? Ich kann ja drauf schießen. Mist. Ah, jetzt sitzt er da oben, sehe ich. Okay. Ups. Ha, okay. Drei Glitzerfell. Okay, das hätte ich ja jetzt echt nicht gedacht. Dass er mich da doch so schnell kaputt macht. Stimmt, das kann ich ja jetzt auch schon machen. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Ein optionales Grab. Wollen wir hier mal rein? Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Eishöhle? Ein neues Basislager. Oh. 20 von 3. Okay, sehr schön. Da habe ich doch genügend. Irgendwas möglich? Nö. Okay. So, hier gibt es sonst wohl nichts. Hauptsache, es hat gespeichert. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Schauen wir uns doch mal um. Würde ich mal sagen. So, mal wieder eine kleine Kletterpartie. Sehr schön. Und sehr tief. Shit. Langsam.
Okay, jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Oh. Stimme Gottes. In den Berg reingehauen. Willkommen bei Moria. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Ich höre. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Läuft! Was zum... Hast du das gehört? Das war die Hexe! Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Okay, Glück gehabt. Hat doch noch funktioniert. Aber ich gehe bald zurück und schaue nach. Nimm den hölzernen Steg an der Klippe. Er führt direkt dorthin. Oh, wow. Nein! Oh. Ich hab doch gedrückt. Ja, zum Glück sind wir ja direkt wieder hier in den Tal. Gibt nichts ein zusammen, also kann man geradewegs durch. Jakob suchen. Ja, das machen wir später. Wir gucken jetzt erstmal dieses optionale Grab. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Shit! Langsam. Übertragung. Ich warte nicht. Kennen wir schon. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Läuft! Was zum... gehört? Das war die Hexe. Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Auf ein neues. Okay, diesmal hat's funktioniert. Einen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Ich lass mich doch von ihr nichts vorschreiben. Natürlich gehe ich in den Tempel. Wollen doch Sachen finden.
War mir klar, dass direkt vor mir hier was ist. Siehst du, und schon nochmal einen Fähigkeitspunkt mehr. So, was haben wir denn noch? Das ist hier drin wahrscheinlich. Genau. Ups. Und der da? Dort oben. Was höre ich da? Na gut, das holen wir vielleicht auf dem Rückweg oder so. Karte, wer sagt's denn? Oh, hier gibt's auf jeden Fall noch ein bisschen was einzusammeln. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Die Hymne über einen verstorbenen Späher, der den Propheten durch die Berge führte. Okay. Gegengewicht hängt fest. Na denn, müssen wir wohl was ändern. Ich muss durch diese Tür. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Dummerweise weiß ich noch, was ich zu tun habe. Ich bin so schlecht in Sachen vergessen, was Videospiele angeht. Schon echt doof. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Ein Pilger berichtet vom Besuch des Schreins. Es muss ein bedeutender Ort für sie gewesen sein. Mhm. Also ich höre keine schönen Klänge. Ich höre zwar den Wind, aber... besser aus.
das für eine Klinge? Geschafft. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Ausgefuchst. Hört sich an wie so ein Orgelspiel, so ganz leise. So. Das meinen die wohl mit Stimme. So, unser Schatz. Dasselbe Buch wie immer. Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zur Willenskraft. Innere Stärke. Wenn Sie in Kampf schwere Felsen erleiden, der Bildschirm wird dann grau und wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Diese Gesundheits-Sofortregeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Aha. Kann ich mich also doch selbst heilen? Das ist gut. Das war's wohl. Das Pfeifen dieser Berge kann man leider nicht so wirklich noch hören. Oh, Erz. Das nehmen wir mit. Ich scheine alles zu haben, bis auf dieses Relikt. Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Ah, da unten. Sieht aus wie Manipel, eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Essen trugen. Beim Essen? Nee, beim Essen. Zeichen des Glaubens, okay, alles klar. Tja, gehen wir da jetzt weiter oder nicht? Es ist ja eigentlich, es gehört nicht zum Hauptspiel, sagen wir es mal so. Das ist ein Bonusspiel, was man machen kann, was dazu gehört, um ja, sich weiterhin zu verbessern, Sachen zu finden. Erfahrungspunkte, wie auch immer. Eine Erweiterung ist das von diesem Spiel. Machen wir das erst oder machen wir erst den Rest? Jakob finden zum Beispiel. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir sagen wieder tschö. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Wir haben jetzt immerhin diesen Tempel, Schrein, was auch immer hier durchgekriegt. Wir haben unser Buch gefunden. Jetzt können wir uns endlich automatisch heilen. Jetzt wissen wir auch, für was dieses eine Outfit da ist, damit das schneller eben passiert mit diesem Regenerieren. Das ist cool. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann Daumen nach unten. Aber bitte mit Kommentar, damit ich weiß, also in den Kommentar bitte reinschreiben, warum Daumen nach unten, damit ich weiß, warum. Und ich eventuell was ändern kann an den Gameplays, damit es eben nicht mehr so vorkommt von euch. Ich weiß es nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich abonnieren. Dann könnt ihr natürlich keinen Teil mehr verpassen. Dann kriegt ihr dann eine Benachrichtigung und dann könnt ihr schön weiter gucken. Und ja. Ansonsten viel Spaß noch vielleicht bei meinen anderen Gameplays, falls ihr noch nichts gesehen habt davon. Die ganz alten sage ich jetzt schon. Ja gut, okay. Das waren meine Anfänge. Da bin ich vielleicht noch nicht so ganz locker drauf. Ich weiß es nicht. Bin ich vielleicht noch ein bisschen anders beim Gameplay aufzunehmen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ihr werdet sehen, falls ihr es anguckt. Und halt nicht zu hart. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.